Nachdem wir uns jetzt sehr eingehend damit beschäftigt haben, wie diese Emitterschaltung so ein Grundschema ausschaut, habe ich hier in einem Block alle Rechenschritte zusammengefasst, zumindest von einem Verfahren, von einer Technologie, wie man diese Berechnungen rund um eine Emitterschaltung durchführen kann. Und das möchte ich schnell durchgehen. Es ist jetzt nichts so Spektakuläres, weil es im Grunde nur eine Zusammenfassung von Sachen ist, die wir schon gemacht haben. Nur, dass wir uns jetzt quasi das mehr von der blind, welche Berechnungen mache ich Schritt für Schritt Seite anschauen, als von der, was machen wir eigentlich inhaltlich, was versuchen wir zu bewerkstelligen in dieser Seite. Gut, also wir wollen eine Emitterschaltung dimensionieren, so wie wir sie das letzte Mal kennengelernt haben, in der letzten Ausbaustufe, mit einer Gegenkopplung und einer Arbeitspunktstabilisierung. Das heißt, was wollen wir eigentlich dimensionieren, wenn wir sagen, wir wollen diese Schaltung dimensionieren? Welche Bauteilwerte wollen wir berechnen? Ja, wir wollen die Verstärkung festlegen. Das ist eine Anforderung von uns. Wir sagen, es soll verstärken mit Faktor 10 zum Beispiel. Welche Bauteilwerte wollen wir bestimmen? Das Verhältnis R3 bis R4. R3 und R4? Das wäre diese Verstärkung. Ja, aber was? Okay. Also wir wollen diese vier Widerstandswerte bestimmen. Darauf möchte ich hinaus. Das ist quasi diese Aufgabe. Erinnert euch, was machen wir als erstes, wenn wir eine Emitterschaltung dimensionieren? Spannungen eintragen. Wo tragen wir die ein? Basis-Emitterspannung. Da gab es so ein komisches Feld mit Linien drinnen. Das Kennlinienfeld. Genau. Und was tragen wir ins Kennlinienfeld ein? Maximalstrom und die Maximalspannung. Welche Punkte kann denn mein Transistor in einer Emitterschaltung in diesem Kennlinienfeld annehmen? Ich mache mal ein Kennlinienfeld auf. So, hier haben wir ein Kennlinienfeld. Und wir haben hier den Kollektorstrom, der de facto gleich ist mit dem Emitterstrom. Und wir haben die Kollektor-Emitter-Spannung, die anliegt an einem Transistor. Und wenn ich diese Schaltung, also den Transistor in so einer Schaltung, so einer Emitterschaltung betreibe, welche Punkte kann ich jetzt annehmen? Ich mache nochmal die Schaltung auf. So, wir schauen uns den Kollektorstrom, wir schauen uns diesen Strom hier an. Und wir schauen uns diese Spannung hier an. Und wenn ich das auftrage in einem Diagramm, kann ich da jeden Punkt in diesem Diagramm erreichen? Nein, sondern wie schaut das aus? Ja, was Flaches. Das heißt flach. Heißt flach horizontal. Horizontal wird nämlich heißen konstanter Strom. Glaube ich nicht, weil wir haben gerade vorhin beim Test gesagt, dass der Kollektorstrom sich ändert, abhängig davon, welche Basis-Emitterspannung wir haben. Es ist immer eine schräge Linie, von links oben nach rechts unten. Es ist immer eine schräge Linie, genau. Es ist die Arbeitslinie, haben wir das genannt. Das ist lang her, gell? So, Block 37. Arbeitslinie und Arbeitspunkt, da haben wir drüber geredet. Erinnert ihr euch an dieses Bild? Genau. Und da haben wir gesagt, ich habe hier die maximale Spannung, die abfallen kann. Das hast du vorher schon gesagt. Die maximale Spannung, die ich haben kann an der Kollektor-Emitter. Und ich markiere mir hier den maximalen Strom, den ich haben kann, wenn quasi dieser Transistor zum Kurzschluss wird. Und dann
weiß ich, das ist ein lineares System, also verbinde ich es mit einer Linie. Und in jedem beliebigen Betriebszustand, also abhängig davon, welche Basisemitterspannung ich hier vorgebe, befindet sich der Transistor in irgendeinem dieser Zustände auf dieser Linie. Aber ich kann am Eingang, da kann ich mich austoben, was ich möchte, der Transistor wird nie in diesem Zustand sein oder in diesem Zustand. Das geht einfach nicht. Aufgrund der Beschaltung zwingen wir mit dem Transistor diese Linie hier auf. Und diese Linie, das ist das Erste, was wir uns überlegen, wenn wir eine Emitterschaltung machen, dass wir uns dieses Kennlinienfeld hernehmen und uns anhand dieser Linien hier überlegen, wo nutze ich denn diesen Transistor sinnvoll. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, mein maximaler Kollektorstrom ist irgendwo da, dann kriege ich quasi eine so flache, je nachdem welche maximale Kollektor-Emitterspannung ich habe, ich kriege eine so flache Kennlinie und ich nutze eigentlich nicht, weil das hier sind die unterschiedlichen Basisströme. Ich will quasi dieses Feld von Linien, das will ich irgendwie nutzen, dass mit einer anderen Vorspannung der Transistor da in andere Zustände geht. Das heißt, ich möchte, dass meine Arbeitslinie, die sollte irgendwo so schräg durchgehen, durch diesen Bereich, den ich nutzen möchte. Das heißt, die maximale Kollektor-Emitterspannung ist nicht die maximale Kollektor-Emitterspannung aus dem Datenblatt, sondern die ist die, was in meiner Schaltung auftreten kann. Das heißt, wenn ich 5 Volt Schaltung habe, ist das maximale theoretisch 5 Volt. Genau. Mit der maximalen Kollektor-Emitterspannung meinen wir die maximale Spannung, die in dieser Schaltung am Kollektor-Emitter anliegt, nicht was der Transistor kann. Okay. Und das ist in aller Regel die Versorgungsspannung. Wenn wir uns springen hin und her, wenn wir hier am Eingang einfach Ground anliegen, dann ist quasi dieser Transistor eine Unterbrechung oder ein sehr, sehr großer Widerstand, ein unendlich großer Widerstand, dann fällt die gesamte Versorgungsspannung an dem ab, weil er keine Spannung an dem abfällt, wird er nicht von Strom durchflossen, wenn er da in Serie mit einem unendlich großen Widerstand ist. Oder wenn man es anders sagt, beim Spannungsteil aus zwei Widerstandswerten, dann fällt die Spannung proportional zu Widerstandswert ab und wenn der Widerstandswert endlich ist und der unendlich, dann muss die ganze Spannung da abfallen. Und die Spannung am R4 vernachlässigen wir? Das ist uns egal. Das haben wir auch das letzte Mal schon gehabt, diese Frage. R4 ist der, meinst du? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der R4? Ah, der ist R4. Kommt ja durch den Spannungsteil ein bisschen Strom durch die Basis hinein. Und für das Verhalten? Fließt durch den R4. Und da kann ein Transistor nie die ganze Versorgungsspannung abfallen dann. Doch. Es ist ja nämlich wurscht, in welcher Reihenfolge diese Widerstände mit dem Transistor in Serie sind. Es ändert natürlich etwas für das Verhalten des Transistors gegenüber dem konkreten Eingangspotenzial. Aber wenn ich quasi sage, hier am Eingang werden quasi alle Zustände durchprobiert. Von Basis-Emitterspannung bis 0 bis Basis-Emitterspannung bis halt dort, wo der Transistor so richtig durchschaltet und ein Kurzschluss wird, dann ist quasi egal, in welcher Reihenfolge das mit den Widerständen steht. Man kann quasi den Punkt, den wir dann gemacht haben, Ich glaube, das fließt immer in Strom, aber wenn über den Kondensator die Spannung an der Basis so weit runtergeholt wird, dass kein Strom mehr fließt, dann ist es eh okay. Ja, also wir schauen uns jetzt nicht an mit dem Kondensator, wir sind noch nicht so weit, weil das gehört alles zur Arbeitspunkteinstellung und so. Wir sind quasi nur auf der rechten Seite dieser Schaltung. Aber nur wenn die Basisspannung zu sehr abnimmt, fließt auch wirklich kein Strom. Oh ja, aber wenn die auf 0,6 Volt runtergeht, dann fließt ein bisschen Strom durch den R4. Oder wenn sie auf 0,5 Volt runtergeht, die Basisspannung. Ja, aber sagen wir, mein Arbeitspunkt hier ist 2 Volt. 2 Volt? Ja, mein Arbeitspunkt. Sagen wir. Ich habe jetzt einfach eine Zahl erfunden. Wenn mein Eingangssignal um 2 Volt rauf und runter schwankt, gibt es einen Punkt, wo diese Basis-Emitterspannung garantiert 0 ist. Nämlich wenn dieser Knoten hier gerade auf 0 Volt ist. Ja. Also wir können nach wie vor quasi alle Punkte auf der Arbeitslinie, die wir im Kennlinienfeld einzeichnen, erreichen,
auch wenn wir hier eine Stromgegenkopplung machen, auch wenn wir das so machen, immer vorausgesetzt, dass das Signal, das wir in die Schaltung hineinschicken, stark genug ist, dass das wirklich bis an diesen Rand geht. Natürlich werde ich in der Praxis nicht diese gesamte Arbeitslinie nutzen. Die Arbeitslinie ist halt nur das, wo ich theoretisch hinkommen kann, mit dieser Schaltung, nur über Steuern des Eingangs, ohne drinnen Widerstandswerte und so zu tauschen. Das ist quasi die Aussage, dass dieser R1 hier, oder wenn wir dann mit Stromgegenkopplung arbeiten, einfach die Serienschaltung von dem Emitter, von dem Kollektorwiderstand und dem Emitterwiderstand, der gibt das bei der Linie vor. Und wenn wir da jetzt ein gemütliches Signal anlegen, dann werden wir von diesem Arbeitspunkt sicherlich nicht bis ganz in die Extreme abreißen, sondern nur hier so ein bisschen rauf und runter schwanken. Aber das Wesentliche ist, wir werden auf dieser Arbeitslinie uns bewegen. Wir werden nie irgendwie das sehen, dass der Transistor sich irgendwie so verhält, ohne dass wir anfangen, hier Bauteilwerte zu verändern. Gut, also das ist der erste Schritt, den wir machen. Wir überlegen uns am Kennlinienfeld, wo diese Arbeitslinie stehen muss. Ja. Der Maximum, also der, gehen wir nochmal auf die Genung her, zurück. So. Ja, ich lege da schon eine Linie an. Ja. Das ist das falsche Bild. Arbeitslinie hier. Ja, Elektrokennlinie. Also unten die Spannung ist die Versorgungsspannung quasi. Genau. Und der I oben, der maximale Strom ist quasi Versorgungsspannung durch den Widerstand. Genau, also wenn der Transistor hier voll durchschaltet, wenn der ein Kurzschluss ist, welcher Strom fließt dann? Mehr als das können wir nicht erreichen. Also wir können maximal diesen Transistor zum Kurzschluss werden lassen, wenn wir voll durchschalten. Und damit ist das der maximale Strom, den wir erreichen können. Und das ist dann unser zweiter Punkt. Und der wird nicht berechnet, den suchen wir uns im Kennlinienfeld aus, wie er halt schön ausschaut. Genau, den suchen wir uns im Kennlinienfeld aus, wie er schön ausschaut. Das ist quasi der erste Schritt, den wir machen. Wir schauen uns das Kennlinienfeld an und uns überlegen uns, wie sollte unsere Schaltung diesen Transistor nutzen, damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Und da zeichnen wir eine Linie rein. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, diesen Punkt hier unten festzulegen, rein aus praktischen Gründen. Nicht? Wenn ich jetzt eine Schaltung habe und ich weiß, die wird mit 9 Volt versorgt, natürlich könnte ich jetzt eine komplizierte Schaltung mir ausdenken, die aus diesen 9 Volt 24 Volt macht. Und dann kann ich eine Kennlinie machen, die von da irgendwie durchgeht, aber in der Regel ist das irgendwie vorgegeben, das heißt, wir fangen hier an bei 9 Volt. Und jetzt überlegen wir uns, wenn das der eine Punkt ist von der Arbeitslinie, was wäre dann ein sinnvoller zweiter Punkt? Und kommen dann vielleicht hier auf, weiß ich nicht, 80 mA. Und dann tragen wir hier unsere Linie ein. So, und jetzt gehe ich wieder an den richtigen Punkt im Skriptum. So. Perfekt. Na. Da. Da hätten wir das gemacht, wir hätten die Versorgungsspannung eingetragen, wir hätten uns diesen anderen Punkt gesucht und wir wissen, dieser andere Punkt, das ist nichts anderes als die Versorgungsspannung, geteilt durch die Serienschaltung von R3 und R4. Diese beiden Widerstände, weil eben für diese Linie egal ist, ob auf welcher Seite vom Transistor die sind. Es geht nur darum, der Transistor ist mit denen in Serie. Und damit haben wir unsere ersten Größen gewonnen. Die Versorgungsspannung ist wahrscheinlich schon vorgegeben. Aber wissen wir mal, was ist die Summe von R3 und R4? Das ist die erste Größe. Naja, und dann haben wir das letzte Mal gesagt, das Verhältnis zwischen R3 und R4, das gibt uns den Verstärkungsfaktor an. Und damit habe ich jetzt schon mal zwei Gleichungen. Ich weiß, R3 plus R4 ist irgendein Wert. Und ich weiß, R3 durch R4 ist ein anderer Wert, nämlich der Verstärkungsfaktor, den wir hoffentlich vorher schon uns überlegt haben, sondern wir wollen Verstärker machen, der Faktor 10 zum Beispiel verstärkt. Dann kann man das umformen und dann kommt man auf diese beiden Monster, mit denen man die konkreten Werte von R3 oder R4 ausrechnen kann. Oder man kann das natürlich auch in Maxima zum Beispiel machen. So, wenn das mal startet, so, kann man einfach schreiben solve und dann schreibt man die beiden Gleichungen, R3
R3 plus R4 ist U0 plus, was haben wir gesagt, 80 Milliampere. Und dann sagen wir R3 durch R4 ist... U0 ist 9 Volt. So. Verstärkungsfaktor 10 zum Beispiel. Und dann sagen wir, was ist denn da R3 und R4? Und vielleicht einfach als Dezimalzahl. R1 und R2 hast du bestimmt verteilt. Ah, natürlich. Für R1 und R2 gibt es keine Lösungen. Aber für R3 und R4 hätten wir zum Beispiel Lösungen. Und da wissen wir, das sind jetzt diese beiden Widerstandswerte. Oder wenn man nicht Maxima verwenden möchte, wenn man es zu Fuß machen möchte, dann kann man da einsetzen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt unsere Arbeitslinie festgelegt und wir haben aus dem Kennlinienfeld und der Arbeitslinie und der Verstärkung, die wir schon vorher gewusst haben, und der Versorgungsspannung, die wir schon vorher gewusst haben, und eigentlich das halbe Problem schon gelöst. Wir kennen zwei von den vier Widerstandswerten. Wie kommen wir zu den anderen Widerstandswerten? Naja, da müssen wir mal einen Arbeitspunkt festlegen. Nicht, wenn wir diese Arbeitslinie haben, dann fehlt da noch was, wir müssen uns quasi überlegen, was ist denn ein guter Ruhezustand für die Schaltung. So dass die Schaltung quasi in beide Richtungen, wenn die Eingangsspannung zunimmt, wenn sie abnimmt, so ein bisschen Spielraum hat bis zu den problematischen Regionen, wo man eigentlich mit dem Signal nie hin möchte. Und den sucht man sich und sagt irgendwie, da ist gut zum Beispiel. Also im Wesentlichen ist das, grafisch kann man das schön machen. Ja. So. Gut, dann komme ich eben auf den Kollektorstrom. Das ist nichts anderes. Das ist der Spannungsabfall am R3. Durch den R3, das heißt der Kollektorstrom, der fließt. Dann schauen wir ins Datenblatt von dem Transistor und sagen, okay, wenn wir so einen Kollektorstrom haben und auf unserer Arbeitslinie, die da durchgeht, welchen Basisstrom brauchen wir denn da? Dann wissen wir den. Und dann machen wir genau das, was wir jetzt angedeutet haben am Schluss vom Test. Dass wir aus diesem Basisstrom, den wir wissen, schauen wir im Datenblatt nach, welches UDE wir dafür zum Beispiel brauchen, rechnen wir uns mit diesen Spannungsteilen hier aus. Und da ist eben genau dieser Schritt, der im Test am Schluss dran war, dass wir jetzt eigentlich eine Größe hier vorgegeben haben, nämlich was wollen wir in den Transistor hineinschicken, aber wir haben zwei Größen, die wir wählen können, nämlich R2 und R1. Und da wählen wir eben R2 mal so, dass R2 deutlich kleiner ist als der Ersatzwiderstand der Basis- und Mittelstrecke. Und dann wissen wir schon, was R1 ist, weil wir haben uns ausgerechnet, auf welche Basis- und Mittelspannung wir die Schaltung bringen wollen. Und weil wir die Stromgegenkopplung haben, haben wir hier nicht nur die Basis- und Mittelspannung, sondern Basis- und Mittelschallung plus Spannungsabfall am Stromgegenkopplungswiderstand. Und das macht eben diese Arbeitspunkteinstellung hier relativ gemütlich, dass ich nicht nur diese Basis-Emitter-Spannung habe, sondern auch den Spannungsabfall hier. Und die Summe dieser beiden Spannungen, das ist der Arbeitspunkt von diesem Spannungsteiler. Also so kann man das durchgehen und dann kommt hoffentlich am Schluss eine Schaltung raus, die invertierend verstärkt. Gut, den ersten Teil haben wir eh schon gemacht. Ist das sinnvoll, für einen Verstärkungsfaktor 10 eine Emitterschaltung zu verwenden, wenn die doch eigentlich so stark verstärken kann? Gibt es da nicht bessere Schaltungen dafür? Das hängt von deinen Rahmenbedingungen ab, was besser ist. Ja. Das kann schon ganz sinnvoll sein, mit einem Transistor nur um Faktor 10 zu verstärken. Üblich ist es natürlich mit Transistorverstärkern eher so mit 100 oder noch mehr zu arbeiten. Die Verstärkung 10 hat halt den Vorteil, dass die sehr gemütlich möglich ist mit einer Emitterschaltung, dass man da in gewisse Grenzregionen der Schaltung hineinkommt. Man kann mit einem Transistor viel, viel stärker
stärken, indem man Schaltungen mit Mitkopplung aufbaut. Das schauen wir uns aber nicht an, weil es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man mal sich auf das hier beschränkt und das im Griff hat. Und für die Dinge, die wir so machen, kann man auch, reicht sowas auch. Also da braucht man einen Transistorverstärker eigentlich nur, um aus dem ganz, ganz kleinen Signalpegel mal in die gemütliche Anzahl von Millivolts zu kommen, wie ich das vorher genannt habe. Und dann kann man einfach mit dem Operationsverstärker weiter verstärken. Mit Verstärkung 10? Naja, mit Verstärkung 10 oder Verstärkung 50 oder was auch immer man braucht. Aber Verstärkung 1000 würde ich nicht mit so einer Emitterschaltung aufbauen. Ich frage, ob Verstärkung 10 sinnvoll ist für die Emitterschaltung. Ja, wenn du eine Verstärkung 10 brauchst. Ja, okay. Also, wenn du nur das brauchst, warum solltest du stärker verstärken und dann vielleicht wieder abschwächen? Aber vielleicht ist mit einem kleineren Ausgangswiderstand ein Verstärker sinnvoller. Wenn man keinen kleinen Ausgangswiderstand braucht, dann geht's, ja. Aber der Ausgangswiderstand von der Emitterschaltung wird kleiner, wenn du den Verstärkungsfaktor reduzierst. Mhm. Okay. Weil im Grunde, was wir hier machen, ist, wir wandeln hier zweimal Spannung und Strom. Nicht? Also wir haben hier ein Spannungssignal am Eingang und verwenden dann den Transistor, um diese Spannung in einen Strom zu verwandeln. Und weil dieser Strom durch R3 durchfließt, wird der wieder zu einer Spannung. Und natürlich, je größer R3 wird, wenn R3 ein Megaohm ist, dann reicht da ein Mikrovolt, um 1 Volt Spannungsabfall an R3 zu verursachen. Da hätten wir eine sehr, sehr große Verstärkung in dieser Schaltung, aber einen sehr, sehr großen Ausgangswiderstand. Und von dem her wäre quasi das Argument, für will man vielleicht einen kleineren Ausgangswiderstand haben, ja eher dahingehend, dass man eine kleinere Verstärkung macht. Ja? Ja, ja, gut. Was ist jetzt der Vorteil, dass man dann einen sogenannten Operationsverstärker verwendet und nicht zwei solche Stufen hintereinander schaltet? Man kann selbstverständlich auch zwei solcher Stufen hintereinander schalten. Das Problem ist, dass ich in der zweiten Stufe dann mit meinem Ausgangssignal häufig schon nahe an die Versorgungsspannungen komme. Und da wird eben dann so ein Transistorverstärker nicht mehr linear. Während Operationsverstärker, je nachdem welchen ich verwende, da hat man ja wie Sand mehr Operationsverstärker zur Auswahl, aber die können relativ nah an die Versorgungsspannungen rangehen und sind auch dort dann noch linear, wenn die halt dafür ausgelegt sind. Also ich würd vorsichtig sein, mit Transistorverstärker hier Ausgangssignale zu erzeugen, die quasi in der Größenordnung von meiner Versorgungsspannung sind. Sondern ich würde immer schauen, eine Größenordnung kleiner. Wenn man das ganze Ding mit 5 Volt versorgen, dann kann man da ohne Probleme ein Signal erzeugen, das irgendwie 0,5 Volt Amplitude hat. Aber wenn ich das dann quasi voll aufblasen möchte, dann nehme ich einen Operationsverstärker dafür. Wir werden sehen, Operationsverstärker-Schaltungen sind viel, viel einfacher. Also wenn man mal verstanden hat, wie das Grundprinzip. Darum mache ich die Transistoren zuerst. Weil wenn ich zuerst Operationsverstärker machen würde, und ich würde euch dann was von Transistoren erzählen, dann würde ich sagen, warum machen wir das mit den Transistoren? Das war vorher alles viel schöner. So kann ich euch zuerst quälen und dann kommt die große Erlösung und ihr seid hochmotiviert, Operationsverstärker zu lernen. Gut. Da ist dann noch eine Übung. Nachdem wir das jetzt relativ lang durchdiskutiert haben, würde ich vorschlagen, dass wir diese Übung auf Experimentiergruppe oder daheim verschieben. Wir können es gerne in der Experimentiergruppe durchgehen, dass wir es dann auch aufbauen oder simulieren. Das finde ich jetzt ein bisschen fad. So, schauen wir uns die Diskussion an. Oder gibt es noch Fragen? So, was ist der erste Diskussionspunkt? Zu dimensionieren von R1 und R2 muss einer der beiden Widerstandswerte frei festgelegt werden, damit der andere berechnet werden kann. Nach welcher Methode legen Sie den ersten Wert fest? Also es geht um die Arbeitspunktstabilisierung, um diesen linken Teil hier.
Und da haben wir gesagt, wir legen den Arbeitspunkt fest, eine Spannung. Jetzt habe ich hier zwei Freiheitsgrade. Ich wähle einfach einen von denen frei und dann den anderen. Wie wähle ich den ersten? Welchen wähle ich? Kleiner. Signifikant kleiner als R4 heute. Möglichst groß dann. Genau, also quasi aus der Serienschaltung von R4 und diesem Ersatzwiderstand. Den brauchen wir nicht mehr. Genau, ich überlege mir quasi das, wie wird das hier schwanken. Und dann schaue ich, dass der Kleine ist aus das, damit er das dominiert, aber halt unter dieser Bedingung dann doch noch möglichst groß. Dann habe ich mein R2 und die R1 ergibt sich dann, je nachdem, welche Arbeitspunktspannung ich haben möchte. Gut. So, nach welchen Kriterien wählen Sie den Koppelkondensator aus? Hochfrequente Signale oder niederfrequente Signale? Ja, hängt von der Frequenz ab. Wie wähle ich den Koppelkondensator, wenn ich weiß, ich habe im Wesentlichen oder ich habe ausschließlich hochfrequente Signale? Okay, geringere Kapazität, weil da ja nur geringe Zeit irgendwie Ladungen überschieben muss. Genau, ich brauche eine geringe Kapazität, weil ich nur kurz Strom in eine Richtung durchschicke und dann drehe ich den Strom schon wieder rum und gehe in die andere Richtung. Und da reicht dann eben ein kleiner Kondensator. Das heißt, in der anderen Richtung, wenn ich sage, ich will langsame Signale verstärken, sagen wir Sprache zum Beispiel oder noch viel langsamere Dinge, was brauche ich dann für einen Kondensator? Ziemlich groß. Einen sehr großen. Ja. Kann ich immer einfach einen sehr großen nehmen? Nein, begleichbar. Begleichbar noch nicht, das ist sehr schlau, ja. Es muss halt ein sehr, 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 sehr groß sein. Aber seit wann wir jetzt Gleichspannung auslassen? Ein großer hat vielleicht auch einen großen Widerstand oder eine Dämpfung für Hochfrequenzen. Ja, ein großer hat eine große Induktivität. Und darum verhält sich quasi ein großer Kondensator bei sehr hohen Frequenzen dann schon eher wie eine Spule und weniger wie ein Kondensator. Wenn ihr mal Schaltungen auseinandergenommen habt, weiß ich nicht, auf PC-Motherboards angeschaut habt, dann sieht man oft neben Bauteilen so Kaskaden von Kondensatoren. Da ist dann irgendwie 100 Mikrofarad, 10 Mikrofarad, 1 Mikrofarad, 100 Nanofarad, 10 Nanofarad, 1 Nanofarad. So eine ganze Batterie von Kondensatoren. Und die sind alle parallel geschaltet. Wenn ich Kondensatoren parallel schalte, wie ist dann die Gesamtkapazität? Summe, genau. Parallelschaltung bei Kondensatoren addiert sich auch. Das heißt, macht das von der Gesamtkapazität einen Unterschied, wenn ich nicht nur einen 100 Mikrofarad Kondensator nehme, sondern daneben auch noch einen 10 Mikrofarad, 1 Mikrofarad, 100 Nanofarad, 10 Nanofarad und 1 Nanofarad? Wenig. Ein bisschen, genau. Also, das nimmt um 11,11111% nimmt es zu. Innerhalb der Toleranz vom großen Kondensator. Es ist innerhalb, genau, es ist innerhalb der Toleranz vom großen Kondensator. Also diese großen Kondensatoren, die haben meistens Toleranzen von 20% oder mehr. Also das ist eine ganz, ganz grobe Schätzung der Zahlenwerte, da draufsteht. Das heißt, man macht das nicht, um die Kapazität zu erhöhen, sondern man macht das, damit bei hohen Frequenzen auch etwas da ist, was sich wie eine Kapazität verhält. Und wenn Also da geht es ja um die Spannungsstabilisierung von der Versorgungsspannung von diesen Chips. Wenn es dann quasi große Ausreißer gibt, die aber vielleicht lang dauern in der Versorgungsspannung, dann kann das der große Kondensator abfangen. Und wenn es dann ein kleines, hochfrequentes Ripple gibt, das können dann die sehr kleinen Kondensatoren abfangen. Die großen aber nicht, weil die eben schon sich eher wie eine Spule verhalten. Wie die Spulen verhalten, das werden wir dann noch sehen. Das haben wir nicht gehabt. Gut, das heißt, wenn ich sage, ich habe einen Kondensator und ich weiß quasi erfahrungsgemäß, mit dem kann ich Sprachsignale super einkoppeln und jetzt möchte ich dann quasi einen Verstärker für Radiosignale machen, werde ich dann den gleichen Kondensator nehmen, weil größer ist besser und auf Nummer sicher. Ja,
Ja, oder vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Also ich werde einen kleineren nehmen, ich werde mir einfach ausrechnen, was brauche ich für einen Kondensator. Wir wissen noch nicht, wie man das ausrechnen kann, aber wir werden dazu kommen. Das ist dann komplexe Wechselstromrechnung. Aber ich kann es zum Beispiel auch simulieren. Das können wir jetzt schon, dass man einfach schaut, wie verhält sich das bei der Frequenz und dann findet man heraus, okay, wenn ich da irgendwie ein Mikrofarad drinnen habe, dann ändert sich eigentlich nichts mehr gegenüber 100 Nanofarad in der Simulation und dann weiß ich, 100 Nanofarad ist groß genug, um dieses Signal einzuspeisen, aber klein genug, dass ich da quasi nicht irgendwelche Dreckeffekte mitbringe davon, dass sehr große Kondensatoren sich nicht ideal verhalten. Jetzt zu Simulationsprogramme. Berücksichtigen Sie die Induktivitäten von Kondensatoren? Manche Simulationsprogramme können diese Induktivitäten mitsimulieren. Aber normalerweise, wenn ich in einem Simulationsprogramm sage, das ist eine Kapazität, dann ist das quasi eine ideale Kapazität. Und ich kann dann quasi ein anderes Bauteil wählen, dass ich irgendwie sage, der Kondensator von dem Hersteller, und dann wird der nicht als ideale Kapazität simuliert, sondern mit der entsprechenden Induktivität, mit dem entsprechenden Serienwiderstand, den der hat und so weiter. Und entweder gibt es das schon, oder ich schaue im Datenblatt nach und steht dann drinnen Serienwiderstand von bis etc. Und dann kann ich eben eine Ersatzschaltung bauen. Das heißt, ich habe dann zwar in der echten Schaltung nur diesen großen Elko drinnen, in meiner Simulation habe ich aber einen Elko, eine Spule und einen Widerstand, um diesen Kondensator quasi in all seinen Nicht-Idealitäten mit zu simulieren. Quix? Weil man ja da konkrete Bauteile auswählen kann. Ich habe mit Quix, ich weiß gar nicht, ob Quix quasi konkret, also echte Kondensatoren hat in der Part-Library. Ich glaube, da sind nur Halbleiterbauteile drin. Aber wie gesagt, im Datenblatt nachschauen und wenn man den Kondensator dann aus drei Bauteilen zusammensetzt, aus dem eigentlichen Kondensator, aus einem Serienwiderstand und einer parallelen Spule, Serienspule, dann kann man damit schon ziemlich gut das simulieren. Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel eine hochfrequente Schaltung habe und nehmen wir an, mir raucht ein Kondensator ab und ich tausche den einfach gegen einen anderen aus, dass es sein kann, dass der nicht mehr funktioniert, obwohl der Kondensator rein aufgedruckt dieselben Werte hat. Ja. Es kann sein, dass ich einen Kondensator tausche, das gleiche steht drauf, es geht trotzdem nicht. Normalerweise, also gerade wenn ich was auseinandernehme und ich komme drauf, ein Kondensator ist kaputt, dann ist das normalerweise einer von diesen großen Elkos und dort ist die Schaltung drumherum hoffentlich so gemacht, dass die nicht super sensibel ist auf diesen induktiven Anteil bei den ganz hohen Frequenzen. Worauf man aber aufpassen muss, ist auf den Serienwiderstand. Also da muss man schauen, wenn man einen kaputten Kondensator ausbaut, ob das einer ist, der vielleicht speziell einen kleinen Serienwiderstand hat. Und dann muss man auch solchen wieder einsetzen. Es ist aber bei der Reparatur von Geräten generell ratsam, immer Kondensatoren mit einem ganz kleinen Serienwiderstand einzusetzen, weil das nämlich meistens der Grund ist, warum der Kondensator zuerst kaputt geworden ist, dass sein Serienwiderstand zu hoch war, dass da jemand quasi genau am Rand von dem die Schaltung designt hat, was gerade noch geht. Und wenn man dann den Kondensator durch einen ersetzt mit der gleichen Kapazität, aber einem sehr kleinen Serienwiderstand, dann kann es sein, dass das Ewigkeiten hat. Was auch wichtig ist beim Reparieren von diesen Dingen, ist immer die Temperatur. Also das sind ja meistens irgendwelche Netzteilgeschichten und da sollte man dann darauf achten, dass der Kondensator, den man einbaut, mindestens die gleiche Temperatur aushält wie der, den man vorher ausgelötet hat. Okay. Sonst noch Fragen? Dann schauen wir uns den letzten Diskussionspunkt, ich glaube, dann ist der Block endlich vorbei, ja, an. Was passiert, wenn man am Ausgang von dieser Emitterschaltung eine niederohmige Last anschließt? Bis jetzt haben wir uns beim Ausgang der Emitterschaltung, also hier wo Out steht, ja immer noch quasi das Potenzial anschaut, die Spannung.
Wir haben uns nicht angeschaut, was ist, wenn ich hier wirklich etwas betreiben möchte, ein Lampen zum Leuchten bringen möchte, was auch immer. Ja, warum? Was passiert? Sag mal, ich schließe hier eine Lampe an, zwischen Out und Ground. Dass sich das Verhältnis von R3 zu Lampe plus R4 ändert. Das R3 und die Lampe verhalten sich wie ein Spannungsteiler eigentlich. Ja, also, wenn ich hier eine Lampe habe, und die wird so von Strom durchflossen, sie leuchtet mal heller, mal weniger hell, wo kommt der Strom her? Über R3. Genau, der kommt schon über R3. Das heißt, das Bild, das wir gehabt haben, von mit dem Transistor gebe ich vor, welcher Strom durch R3 durchfließt, stimmt nicht mehr ganz, weil eben auch ein Strom hier am Ausgang rausfließen kann und durch meine Last durch. Schlimmer noch, was ist, wenn ich eine Lampe anschließe zwischen dem Ausgang und der positiven Versorgungsspannung? Das ist praktisch ein Parallelwiderstand zu R3. Genau, also ich ändere hier, da kann man nämlich wirklich schön dann sehen, ich habe R3 parallel die Lampe. Wenn ich die Lampe durch einen festen Widerstandswert modellieren kann, brauche ich nur die Parallelschaltung von R3 und der Lampe berechnen und ich sehe, ich habe gerade das Verhältnis zwischen R3 und R4 geändert. Warum ersetze ich dann nicht R3 oder R4 durch die Lampe? Dann nehmen die es Widerstand. Das kann ich natürlich machen, wenn ich eine Lampe habe mit einem konstanten Widerstandswert. Gerade Lampe ist dabei ein schönes Beispiel, weil der Widerstandswert von der Lampe davon abhängt, wie heiß der Glühdraht gerade ist. Und das hängt von der unmittelbaren Vorgeschichte ab. Also ich kann nicht einmal sagen, wenn die Lampe so hell leuchtet, ist der Glühdraht zu heiß und darum der Widerstand zu hoch, weil die kann ja eine Zeit lang so leuchten und unmittelbar nach dem Einschalten, okay, nicht hell leuchten von so viel Strom durchflossen sein, weil das Leuchten ist eine unmittelbare Funktion von der Temperatur von dem. Aber man sieht eben, wenn man da so eine kompliziertere Last hat, die mal mehr, mal weniger Strom möchte, dann ist das mit der Emitterschaltung nicht so gut. Was kann ich machen, um den Tag zu retten? Wie eine Basisschaltung nachschalten. Eine Basisschaltung nachschalten? Eine Basisschaltung würde ich nicht nachschalten. Eine Kollektorschaltung. Santi. Aber wir wissen, wir kennen das ja noch. Wir kennen noch keine Kollektorschaltung. Sag mal, ich habe eine Lampe. Ich kann nicht genau sagen, was der Widerstandswert von der ist, weil das halt seine Funktion von. Aber ich sage, es ist irgendwas zwischen 50 und 100 Ohm. Je nach Betriebszustand. Wie könnte ich jetzt trotzdem eine Emitterschaltung aufbauen, die dann noch sinnvoll funktioniert? Man könnte R3 und R4 kleiner machen. Genau. Ich mache R3 und R4 einfach kleiner. Ich sage, na gut, dann nehme ich hier 10 Ohm und 1 Ohm. Dann macht das nichts mehr so viel aus, wenn ich irgendwo parallel 50 Ohm oder 100 Ohm hineinhänge. Aber das ist nicht gescheit, gell, dass man da irgendwie 10 Ohm und 1 Ohm. Das heißt, man hat dann unnötige Energie und Transistor. Ja, und man braucht jetzt dann man müsste jetzt so große Ströme hier haben, um diese Schaltung noch zu bedienen. Also man muss eine andere Möglichkeit finden, das zu machen. Aber natürlich, wenn ich eine Last hier habe, von der weiß ich, die hat zwischen 10 und 100 Kiloohm, dann kann ich das machen. Dann kann ich sagen, okay, dann dimensioniere ich meine Emitterschaltung so, dass ich hier Widerstände verwende, die halt ein paar hundert Ohm haben. Und dann macht dieser 10 bis 100 Kiloohm Parallelwiderstand überhaupt keinen Unterschied mehr und mein Ausgang ist quasi niederohmig genug.